Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir werden heute mal eine Fuhre Holz fahren. Oder auch zwei, wenn wir es schaffen. Bevor es heute Nacht wird, ne? Jetzt ist es dunkel. Wir würden dunkel gar nicht arbeiten, dann wird er geschlafen. Müssen beide ausholen. Aber noch ist er lange hell, denke ich mal. Machen wir Allrad, ne? Kannst du mir beide ausholen? Also kein Cosplay. Naja, sagen wir nicht speichern, ist ja nicht so tragisch, ne? Ich mal ein bisschen angeglichen den Boden, aber ein bisschen bergig. Hier könnte man auch ein bisschen was tun. Ne? Und zwar fällt mir gerade so ein, müsste eigentlich funktionieren. Das heißt, den Weg, der ist ja ein bisschen schräge zum Abhang runter. Wir werden ein bisschen anheben, leicht. Probieren jedenfalls und dann mal sehen, ob wir hinkriegen. Ne? So. Wir speichern dann mal automatisch, ist okay. So, zurück. Gehen wir hier rein. Und zwar gehen wir hier mit R1. Bisschen dichter ran. Wir müssen hier ein bisschen anheben, also ganz leicht. Das trifft nur die Kurve, wenn das überhaupt funktioniert. Jetzt mit ein bisschen angleichen. Und zwar mit dem Rad drücken. Und jetzt ein bisschen. Angleich ist aber jetzt gefährlich, weil im Prinzip. Beziehungsweise man muss hier ein bisschen. Versuchen mit Gefühl zu arbeiten, weil. Wir müssen angleichen. So. Das heißt, ein bisschen. Und so eine Kanten sind ungünstig. Also heben und senken im 1, ne? Also bei der Schräge. Macht sie beim LKW schlecht. Naja, perfekt ist nicht. Aber gut, kommt ja eh neue Karte, ne? Das heißt, mein LKW fahren wir kurz weg. Kann man besser rankommen. So. Muss ein bisschen noch angeglichen werden. Also hier muss ein bisschen höher und dann und hier ein bisschen absenken. Das sieht man ein bisschen gefährlich aus, aber wir kommen so schlecht in die Kurve rum. Und wenn das Gefälle zu mir hinten ist, also hier da wo gerade ist, der grüne Ding hier, ist das für die Kurve ungünstig, ne? Das Prinzip hier, dass alles tiefer ist, muss man hier ein bisschen anheben. Dann ist es weniger gefährlich, wenn wir da rumfahren, ne? Wegen Umkippen.
Muss ich ein bisschen angleichen. Gas machen wir jetzt nicht. Der wird nicht klappen und wird nacharbeiten, ne? So, Holz. Sauber, die Geld. Wird ausgegeben. Entschuldigung. Ja, Schluck auf. Gut, kein KI-Verkehr fährt, ne? Wenn man nicht guckt. Ja, wo geht's in Richtung? Ja, Wald. Viel Holz. Schönes Holz. Aber das hat gemacht werden, ne? Ah, die Vorhersage sagt an Schnee. Das heißt, hoffentlich kommt nicht zu viel. Dann brauchen wir noch Schneeketten hier von LKW. Haben wir natürlich keine, ne? So, mal rechts aufladen, ne? Also rechts und mal O drücken und dann kommen wir nach vorne, die Scheiße. Also Holz nach vorne. Einer hat er gekriegt, man kriegt den anderen nicht. Wir wollen alle mit. Wir wollen nicht im Schnee liegen bleiben, wenn es kalt wird. Hier nur ein. Hier ist das, glaube ich, von Gefälle her ungünstig, dass den nicht greifen kann. Rein technisch gesehen. Haben wir hier die Probe rum. Jetzt laden wir auf. Aber geht schon besser. Wenn das Holz tiefer liegt als der LKW an sich, dann ist es ungünstig. Wenn der Punkt zum Aufladen nicht da ist, also zu hoch ist, also kann er nicht, dann kann er den Baum nicht sehen, oder nicht? Ja, greifen kann man sagen. Gut aus. Bahn noch, Junge, Bahn noch. Dann hier mal rechts, ne? Oh. Und laden da auf. So. Das passt. Jetzt gehen wir mit Komma nach hinten. Und B abladen, aufladen werden. Immer noch von links aufladen, ne? Ja. Ich wollte nicht abladen, aber irgendwie kann ich Y beenden. Also B. Beladen beenden, theoretisch. Da sind drei Stück, vier, sehe ich gerade. Viele Baumstumpen, das ist ungünstig. Also ein Sauwetter hier. Naja gut, dann kommt wenigstens Schnee, ne? Der liegt genau im rechten Winkel, das ist auch nicht günstig. Dann müsste man theoretisch auch mal darüber kommen, ne? Der eine müsste nicht hoch genug. Die ganz kurzen würde ich auch wegfräsen zur Not, also deswegen mache ich mir jetzt keinen großen Aufwand, ne? Das sieht gut aus. Ein paar noch, dann haben wir was geschafft, ne? Zwei, die vier, die fünf. Die fünf alle wieder mitnehmen. Ja, will er nicht.
Na, X nicht. Sonst. A2. Ach, also das Schneesymbol ist weg. Also würde im Prinzip heute Nacht Schnee fallen. Ich kann da wieder mal ganz kurz berechnen, der Prozessor hier. Für Landschaftsgestaltung, sag mal so, ne? Wollen wir runterfallen nach vorne? Wollen wir mal aufladen? Geht nicht. Dann habe ich X gedrückt. Geht doch nicht. Ah, war schon so. Können wir ja gleich fräsen, ein bisschen Platz schaffen, rankommen. Dann fahren wir Richtung. Auch den nehmen wir noch mit, hier einen hier hinten rauf. Wenn er will. Wenn er nicht will, bleibt er hier. Kennt doch nichts. So, ein bisschen dichter rangehen, ne? Auch eine Straße. Oh, oh, gefährlich, gefährlich. Ja, das ist ein bisschen noch ein Manko. Also Holztransport ist sehr, sehr kippanfällig. Ist aber auch so, dass die Baumstämme eigentlich sehr schwer sind. Von daher kann man es verstehen. Weil die Last ja nur mal oben liegt, ne? Und der LKW eigentlich relativ leicht ist. Und die Halterung, das ja normalerweise irgendwann auch brechen würde, ne? Also da, wo der LKW zum Anhänger angekuppelt hat, ne? Das von der Größe gehen würde. So, testen wir mal unsere neue Straße hier, die ein bisschen angepasst haben, ne? Deswegen kann man immer noch nicht rasen hier, aber die müssen wir ein bisschen weiter ausholen, ne? Oder später mal abknicken, ne? Bremsen mal gleich. Lass ein bisschen rollen, sieht immer noch leicht nach schräge nach links. Aber langsam fahren geht. Ist ja keine Ebene, ne? Aber den Zaun kriegen wir nicht weg. Wäre es einfacher. Die müssen ein bisschen mehr nach links. Oder die fahren vorne ran, ne? Geht hoch. Müssen wir halt ein bisschen ausholen. So, da sind wir angekommen. Die erste Ladung, hintere ist noch drauf. So, das können wir abladen. Da wird auch ein Dings drin, ein Verkaufswert drin. Ne? So, 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 zack, zack. So. Hey du, so nicht, aber egal. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und winke winke, und wenn wieder losgeht, ist hier Winter. Tschüss. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen.